Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Vortrag Pflanzenkohle aus städtischem Grünschnitt. Gleichzeitig möchte ich mich bei den Veranstaltern bedanken, dass sie uns die Möglichkeit eingeräumt haben, das Projekt in diesem Rahmen vorzustellen. Was erwartet Sie in den nächsten 10 Minuten? Ich werde Sie kurz in das Thema einführen und die Ausgangslage darstellen. Über den Lösungsansatz kommen wir dann zur Umsetzung und am Ende habe ich vor, das Vorgetragene nochmals kurz zusammenzufassen. Die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers übernimmt in Darmstadt der EAD. Die Abkürzung steht für Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen. Die Stadt hat uns neben der Abfallwirtschaft viele andere Aufgaben übertragen, die von über 750 Mitarbeitern aus 41 Nationen in 25 Berufen erledigt werden. Wir sind zuständig für Straßenreinigung und Straßenunterhaltung, den Winterdienst und die Abfallentsorgung. Darüber hinaus sind wir unterwegs für die Kita-Bewirtschaftung, die Reinigung der städtischen Gebäude sowie für die Ganztagsverpflegung mehrerer Schulen im Stadtgebiet. Hinzu kommen so exotische Aufgabenstellungen wie das Betreiben eines Zoos, der in Darmstadt Vivarium heißt, oder des Krematoriums. Die Kompostierungsanlage wurde 1992 in Betrieb genommen und ist damit eine der ältesten noch betriebenen Anlagen in Deutschland. In 16 Rotteboxen der Firma Herhof werden jährlich 16.200 Tonnen Bioabfall aus der privaten Haushaltssammlung zu Frisch- und Fertigkompost sowie 3.000 Tonnen Grünschnitt zu Brennmaterial aufgearbeitet. Die Altersen-Kapazitätsgrenze ist mittlerweile erreicht, somit ergab sich die Notwendigkeit, sich nach einer passenden Ersatzlösung umzusehen. Gleichzeitig wurde die Düngemittelverordnung verschärft, sodass der Absatz von Komposten in die Landwirtschaft dem Hauptabnehmer mit einer Abnahmequote von 91% erschwert wurde. Die Entwicklungen am Brennstoffmarkt verteuerten ebenfalls den Absatz von Brennmaterial und die Entsorgung von Siebüberlauf. Hier wurde uns klar, dass wir zur Stabilisierung des Systems einen neuen Ansatz gehen wollten, der uns durch Ausweitung des Produktportfolios einerseits unabhängig von der Landwirtschaft macht, aber andererseits auch durch den Einsatz neuester Technologie dazu beiträgt, auf die Herausforderungen des Klimawandels einzugehen. Als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sehen wir uns hier in einer gewissen Vorreiterrolle. Der Lösungsansatz sieht nun folgendermaßen aus. Wir möchten einerseits den Grünschnitt sowohl von öffentlichen als auch von privaten Flächen und andererseits aufgearbeiteten Siebüberlauf aus der Kompostierung der Bioabfälle aus der haushaltsnahen Sammlung karbonisieren und Pflanzenkohlen, die den EPC-Vorgaben entsprechen, herstellen. Dazu bedienen wir uns einer 2-Meiler-Anlage der Firma Carbontechnik Schuster, mit der wir 3000 Tonnen holzigen Grünschnitt und 1000 Tonnen Siebüberlauf pro Jahr umwandeln in ca. 1000 Tonnen Pflanzenkohle, die wiederum entweder als Ausgangsmaterial zur Veredelung von Erdensubstraten genutzt werden kann oder aber für andere Zwecke Anwendung findet. Durch den Einsatz einer Berg- und Kiesling-Klings-Mikrogasturbine nutzen wir die Abwärme der Pyrolyseanlage zum Vortrocknen des Karbonisierungsgutes und zur Erzeugung von Strom, den wir sowohl zum Betrieb der Pyrolyseanlage selbst als auch für den Eigenbedarf der Kompostierungsanlage bzw. zur Einspeisung in das öffentliche Stromnetz nutzen. Das bedeutet, durch den Einsatz der erzeugten Pflanzenkohle im städtischen Grünbereich erzeugen wir einen immerwährenden Grünkreislauf. Durch die Reduzierung von Kompostierung und Verbrennung entlasten wir die Atmosphäre um ca. 2000 Tonnen CO2 pro Jahr und unterstützen damit die Klimastrategie der Stadt Darmstadt. Um für dieses Thema auch die Bürgerschaft und die Politik gewinnen zu können, haben wir die ganzen Vorzüge in das Schema des Darmstädter Pflanzenkohlekreislaufs eingearbeitet. Sie sehen im oberen Bereich der Folie den Input, der bei uns in der Kompostierungsanlage angeliefert wird. In der Zeile darunter sind die Nutzer aufgelistet. Dem Zentrum der Folie können Sie die Prozesse in Kompostierungs- und Karbonisierungsanlage entnehmen, während im untersten Bereich die Produkte, die wir herstellen wollen, aufgelistet sind. Uns war es wichtig, dass wir in diesem Pflanzenkohlekreislauf möglichst viele Prozesse im Kreis führen und somit nachhaltig die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes umsetzen. Zum Beispiel haben wir einen blauen Kreislauf. Holziger Grünschnitt wird zerkleinert, getrocknet und über den Hochqualitätsmeiler zu Futterkohle verarbeitet, die in der Viehwirtschaft verwendet werden kann. Die Ausscheidungen der Tiere können als organischer Abfall wieder in den Kompostierungsprozess geführt werden. Die tierischen Produkte, die in den privaten Haushalten konsumiert werden, landen über den Weg der Biotonne ebenfalls wieder im Kompostierungsprozess. Nach der erfolgten Kompostierung wird der Kompost abgesiebt und kann einerseits mit Grundsubstraten gemischt werden, andererseits mit Pflanzenkohle zu einer Erdenmischung veredelt werden, die auf städtischen grünen Flächen, zum Beispiel auf Kinderspielplätzen, Sportflächen, Baumgruben, Tiny Forests etc. zur Anwendung kommt. Auch hier wieder
ein geschlossener Kreislauf, da mit jedem Jahr spätestens mit dem Herbstschnitt wieder Material für die Verarbeitung in der Karbonisierungsanlage anfällt. Das nach der Kompostierung verbliebene Siebüberlaufmaterial wird mittels mechanischer Aufbereitung mit Grünschnitt oder Holz gemischt und dem Normqualitätsmeiler zugeführt, in dem je nach Zusammensetzung EBC Agrokohle oder EBC Materialkohle hergestellt wird. Die Agrokohle kann nun wiederum zum Einsatz in der Landwirtschaft vorbereitet werden oder sie wird mit Kompost und oder Grundsubstraten wie Blähton, Kies oder anderen zu einer schönen Substraterde veredelt werden und dann wieder im städtischen Umfeld eingesetzt werden. Für den EBC-Materialbereich gibt es genügend andere Anwendungsbereiche, zum Beispiel Einsatz in Baumaterialien, Dämmstoffen, Textilien und als Farbzusätze, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Sie sehen, überall sind Kreisläufe geschlossen. Wir schließen aber auch Kreisläufe beim Betrieb der Anlage durch die Nutzung der frei werdenden Wärme und die Produktion von Strom für die verschiedenen Anlagenkomponenten. Im Prozess werden die Grünabfälle, wie vorher schon beschrieben, durch die öffentlichen Hohl- und Bringsysteme erfasst und karbonisiert. Das Karbonisat wird in Kokompostierung zu Schwarzerdesubstraten verarbeitet. Dieses Schwarzerdesubstrat findet seinen Einsatz in der Sanierung der Standplätze von Stadtbäumen und zur Neugestaltung von Baumregolen, zum Beispiel nach dem Stockholmer Prinzip oder anderen geeigneten Maßnahmen mit den Zielen Steigerung der Baumgesundheit, Regenwasserspeicherung und Reinigung, erhöhter Verdunstungsleistung und damit Schutz vor Hitzeinseln. Als Teil der Wissenschaftsstadt Darmstadt möchten wir unsere Maßnahmen wissenschaftlich begleiten und auswerten lassen, damit aussagekräftige Entscheidungen zum weiteren zukünftigen Einsatz von Pflanzenkohle in den unterschiedlichsten Bereichen getroffen werden können. Viele Versuche zum Einsatz von Pflanzenkohle finden im Labor- oder Technikumsmaßstab statt. Wir wollen hier diese Versuche in der Großanwendung fortführen, frei nach dem Motto: In echt funktioniert es auch. Hier sehen Sie die Karbonisierungsanlage. Das zu karbonisierende Material wird über die Westseite über automatische Schubbodencontainer angeliefert und über das Fördersystem automatisch gesteuert ausgetragen und in die Trocknungscontainer verbracht. Mit der Abwärme der Pyrolyseanlage wird das Material vorgetrocknet und in die beiden Meiler transportiert. Diese Meiler funktionieren nach dem Schottdorf-Prinzip und produzieren innerhalb von 3 bis 4 Stunden eine entsprechende Pflanzenkohle. Nach der Zwischenlagerung in 2 Silos erfolgt die Absackung in Big Bags und der Abtransport entweder direkt zum Kunden oder in die Kompostierungsanlage zur Veredelung. Gemäß Blockschema befahren wir den Hochqualitätsmeiler bei 7500 Betriebsstunden pro Jahr mit 2000 Tonnen holzigem Grundschnitt mit einem Trockensubstanzanteil von 65%. Dieser wird auf einem Trockensubstanzgehalt von 90% getrocknet und karbonisiert. Die Mischung Grünschnitt und Siebüberlauf, ebenfalls 2000 Tonnen mit 50% Trockensubstanz, wird getrocknet und ebenfalls karbonisiert, allerdings in Normqualitätsmeiler. Insgesamt erhalten wir so 794 Tonnen Festmasse. Die Prozessgase werden in der Brennkammer mit der Nennleistung von 900 Kilowatt bei 950 Grad Celsius und der gleichzeitigen Zuführung vorgewärmter Verbrennungsluft verbrannt. In der nachgeschalteten Klings-Mikrogasturbine werden 600.000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Im Wärmetauscher erhalten wir zusätzlich 3 Millionen Kilowattstunden thermische Energie. Diese werden mit einer Temperatur von 80 Grad Celsius zu den Trocknern geführt, sodass auch hier der Kreislauf wieder geschlossen wird. Die CTS-20-Einheit der Firma Carbontechnik Schuster verarbeitet einen Input mit einer Körnungsgröße von 0 bis 40 mm bei einem maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 50%. Sie ist flexibel bezüglich der zu verarbeitenden Biomasse und kann pro Tag 18 bis 20 Tonnen Material umsetzen. Das bedeutet, dass man pro Jahr ca. 800 bis 900 Tonnen Output produzieren kann. Das Input-Output-Verhältnis liegt zwischen 20% und 30%. Die Anlage ist geeignet, EBC-Pflanzenkohle herzustellen, allerdings immer abhängig vom Inputmaterial. Wir erfassen städtisches und privates Grüngut. Mit einer Karbonisierungsanlage und Mikrogasturbine wollen wir jährlich 3000 Tonnen Grünschnitt und 1000 Tonnen Siebüberlauf karbonisieren. Das Karbonisat veredeln wir zu Schwarzerdesubstraten, von denen wir 500 Tonnen in städtische Fläche bringen wollen. Dieser Prozess soll wissenschaftlich begleitet werden. Mit der Umsetzung des Projekts sequestrieren wir jährlich 2000 Tonnen CO2, reduzieren thermisch zu verwertende Stoffe und weiten unser Produktportfolio aus. Für weitere Fragestellungen stehe ich gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.